Hu, zu einem neuen Video, Unboxing mal wieder, diesmal wieder mit Handy, weil ich habe zwar eine Kamera, aber kein Stativkater. Und heute habe ich die Box von Capital Bra. Natürlich hätte ich auch mein Gucci-Land T-Shirt anziehen können, aber das ist auch in der Wäsche. Und ich konnte es nicht mehr erwarten, das hier aufzumachen. Deswegen meinte es es mir. So. Ich hoffe, ich mache da drin nichts kaputt. So. Erstmal in die Hand rammen. Sehr gut. Rechnung. Und da haben wir es ja schon. CB6. Hinten drin steht drauf: Boxinhalt, Capital Bra, CB6 Album, Samra Travolta EP, CB6 T-Shirt, CB6 Bauchtasche und Sticker. Steht drauf. Und so. Öffnen wir das auch mal ganz schnell. So. Ach so, eine zum oben öffnen oder? Nee. Doch. So. Was kann man denn alles drinnen? Bauchtasche? CD, T-Shirt, da war ich. Deutschland. Open Air, es gibt es in Köln eins. Okay, ja, nee, nach Köln komme ich eigentlich nicht. Vor allem nicht am 7.7. Sticker, Capital Jim Appell. Sticker CB6. Sticker Capital. Was ist das? Lu. So Lu. I don't know. Und hier die Samra Travolta EP. Welchen anderen? So. Album öffnen. Ich dachte gerade, da hätte ich noch eine Hülle drauf, wo ich die jetzt hingelegt. Da drunter aufgepasst. So. Meerschweinchen auch am Start, sie kriegen auch gleich was. So sieht's aus. So, ich war hier gerade, sorry für den kleinen Cut. So, dann schauen wir kurz ins Booklet. Nein, es ist ja kaum was drinnen. Einmal hier, einmal hier, einmal hier und dann war es das schon. Also, das Booklet ist ziemlich mau, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade eigentlich. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber okay. Die Lieder kenne ich ja schon alle. Benzema, Rolex mit Summer Jam und Casey Rebel. Bye Bye mit Nemo, Cabriolet. Klick Klick mit Samra. Mexican Mafia, Leg, Steh auf, Prinzessa. Wir ticken mit Samra. Van der Vaart mit Nash. Schwarze Locken. Capital Prage Mappel. Hall, nee, kalt soll es. Ach, die Schrift ist echt komisch. Kalt. Schon okay, sollte so sein. Blech und für uns. Also, ich kann mal kurz durchgehen. Benzema finde ich sehr stark. Rolex ist auch nice. Bye Bye gefällt mir. Cabriolet taugt mir überhaupt nicht. Klick Klick ist nice. Mexican Mafia taugt mir. Leg ist okay. Steh auf ist okay. Prinzessa ist eigentlich ganz cool. Wir ticken ist nice. Van der Vaart taugt mir eher nicht so. Schwarze Locken geht so. Capital Schmabell mag ich gerne. Kalt ist okay. Schon okay ist eigentlich mein Favorit vom Album. Sollte sein ist auch sehr gut. Blech ist. Geht auch klar, für uns eigentlich auch. Okay, eigentlich relativ gute Lieder, ein paar Lieder taugen mir halt nicht, aber an sich ganz stabil, würde ich sagen. So, dann öffnen wir das Ganze mal. Capital Collar Black Rats, okay. Upsala. Das war nur die Hülle von meinem Messer. Was ich sagen kann, was ganz cool ist, die Box hat erst 53,50 € gekostet und wurde jetzt auf Saturn um 5 € runtergesetzt und dann wurde mir das zurücküberwiesen, ziemlich nice. Eigentlich ganz schön hochwertig hier sogar mit so einem. Gut, hier. Aber der Nachteil daran ist, dass es auch total schwer ist. Also, krasse Sache. So. Dann schauen wir mal. Also schwer ist das Ganze auf jeden Fall schon.
So, drinnen. Hier ein Vorderfach. Steht hier was drauf. Ich kann leider kein Russisch. Also steht nicht drauf, ich kann halt einfach kein Russisch. Hier so innen ist sogar noch ein verstecktes Fach. Auch ganz cool. Also Fächer hat es Teil, sehr viele und hochwertig ist es auch. Also nicht schlecht. Hier ist es zum Aufhängen, hier steht noch was drauf, Kapital und so weiter. Ja, nicht schlecht, hier kann man auch noch was dranhängen, wenn man möchte. Und so weiter. Also durchaus eine coole Sache. Einziger Nachteil, dass es wahrscheinlich recht schwer ist, wegen dem Teil hier. Aber durchaus eine nice Tasche. So, next one, das T-Shirt. Das kommt hier auch noch. So. Was ist denn das? L, okay. CB6. Ich ziehe mich mal kurz um. So schaut es aus. An der Seite steht hier noch was. Sonst nicht, hinten glaube ich auch nicht. Ich habe braunen Arsch, weil ich mich irgendwo mal reingesetzt habe in irgendeine U-Bahn, aber. Und ja, es erinnert mich ein bisschen an dieses Audi RS6 oder wie auch immer das heißt. Man merkt auf jeden Fall, dass es gut bedruckt wurde. Ich habe nur Angst, dass es halt, wenn es mal gewaschen wird, ziemlich schnell abgehen wird. Gut, ich glaube, soweit haben wir dann alles. Ja. 45 Euro sind jetzt nicht wenig tatsächlich. Oder wie viel hat es gekostet? 47. 48. Ich weiß gar nicht. Ich werde es irgendwo hinschreiben, glaube ich. Ich glaube, 47 Euro hat es gekostet, ja. Ist nicht wenig tatsächlich, die Tasche hier, das Album sagen wir mal 15 Euro. Die hier vielleicht 5 Euro, haben wir 20 Euro, die hier ist auch 20 Euro, haben wir 40 Euro und das T-Shirt für 10. Ja, ist okay, passt schon. Und man kann es durchaus tragen, finde ich. Und ich würde sagen, das war's von meinem kleinen Unboxing hier. Und ihr könnt ja mal schreiben, wie euch das Album gefällt und so weiter und so fort. Und bis zum nächsten Mal, euer Ziegefried. Ciao. Das nächste Mal kann ich auch vielleicht ein besseres Video machen, also bessere Quali und so. Das ist nur meine Innenkamera von meinem S7. Also, naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.